87. Unten. Wäre die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit gewesen für mich. Wie soll ich denn vorauslaufen, bitteschön? Ja, komm, hier nehmen wir die auch noch mit. Damit wir wenigstens ordentlich die Fresse ein bisschen massiert haben. Ja, Geld ist Geld, ne? Das mache ich jetzt eigentlich nur wegen dem Geld, weil der Rest ist gehupft wie gesprungen für uns gerade. $550 brauche ich nur viermal, dann kann ich mir Wasserrune kaufen. Das ist ein Scherzbold. Und da kommen die nächsten. Ja, tot? Nee, schade. Nein, wird auf dem Balkon glaube ich auch nicht. Nein, das habe ich mir aber schon gedacht sogar, dass auf dem Balkon nichts kommt. Beide tot. Auch keiner. Vielleicht hier nochmal einer drin. Oh, okay. Das ist sogar richtig. Schwächling ohne Rückhalt. Er macht sich Sorgen. Er macht sich Sorgen. Soll ich anzugreifen? Ei, Hilfe. Ich kann das nicht mehr hören. Staatsschweine. Ja, okay, jetzt ist das, was passiert, glaube ich. Jetzt passiert es, glaube ich, unglücklich mit ihr. Sei still, du Balk, du störst meinen Spaß. Ja, er will halt sogar das Kind jetzt irgendwie kalt machen. Oh, ist das schlecht. Was, du kamst, um dieses Kind zu retten? Also ich meine jetzt nicht das Spiel, sondern die Übersetzung. Wirklich tapfere Worte. Ich will dir mal etwas sagen. Es gibt in dieser Welt schwache Männer und starke Männer. Die starken Männer nehmen alles und die schwachen Männer sterben. So ist die Welt nun einmal. Nun werde ich dir zeigen, wie es funktioniert, du Schwächling. Stopp! Stopp! Setzt euch ruhig hin und seht zu, ihr Schwächlinge. So was geschieht, wenn du dieses Mädchen rettest. Denk lieber über deine letzten Worte nach, ehe du an der Reihe bist. Hey, du Balk, was ist los? Kannst du nicht reden? Keine Sorge, ich habe schon hunderte von Köpfen abgeschlagen und schaffe das mit den geschlossenen Augen. Stopp! Ich liebe diese Augen. So schwach, so von Furcht erfüllt. Oh Gott, wie ich das liebe. Hier drüben, schnell, komm her. Okay, jetzt. Gott sei Dank haben wir die beiden. Ich habe alle Feuerspeere in den Boiler und im Untergrund geworfen. Sie werden jede Sekunde explodieren. Siehst du, nächstes Mal musst du sie besser schützen. Schnell, schnell lauf. Wenn du es schaffst, geh nach Moos. Wir können uns dort ausruhen. Schnell, stirb jetzt nicht. Warum, du verdammter Kleiner? Mein Fort wird nicht in deine schmutzigen Hände fallen. Nächstes Mal werde ich auch nicht verlieren.
ich werde dafür sorgen, dass du das bedauerst, diesen Tag überlebt zu haben. Ja, das war es leider für Pol, der ja eigentlich netter ist. Und wir im Verbrechen Wald. Alles in Ordnung, Pelika? Ja, nicht mehr, nie wieder. Ein bisschen leicht traumatisiert, was ich verstehe. Erst siehst du zu, wie alles um dich herum stört, wie die alle sterben, und dann sagt ein Typ, der will den Kopf abpacken. Das ist schon als, weiß was ich, wie alt ist, 4 oder 3, schon ganz schön hart. Ich habe schon wieder aus Versehen zu schnell gedrückt, tut mir leid. Aber ich glaube, ich habe wahrscheinlich gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ja, da bin ich auch für. Das werden wir tun. So, es fragt sich für mich aber trotzdem. Ja, jetzt sagt er mir, welche Leute ich nehmen soll. Oder ich weiß nicht, ob er die, oder ordnet er die zufällig an? Ich weiß es gar nicht. Also, ich kam mich immer so ganz schwach an solche Sachen in Sinn. Aber auch wirklich nur ganz schwach. Ist natürlich dumm, dass wir Chiro dabei haben, aber nicht Kinnison. Das ist scheiße. Pelika, wohin gehst du? Das ist zu gefährlich für dich allein. Ah, okay. Ja, jetzt kommen wieder Erinnerungen. Erinnerungslücken füllen sich. Oh, warte, dann müsste ich mir aber nochmal was an Cola hier aufkippen. Pelika? Folgen wir ihr, Jack. Oh, ich hoffe, jetzt kriege ich die. Ich hoffe, die. Werden wir sehen. So, hier bist du also, Pelika. Warum hast du. Was denn los? Ist das etwas? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Marx, Pelikas Vater. Seine Aufgabe war es, für einen Schrein zu sorgen. Dies muss der Ort sein. Oh, ich liebe die Höhlen. Können wir das so sagen? Höhlenmusik, wollte ich gerade sagen. Diese Dungeon-Musik, die ist meistens in Dungeons, wo du mit Höhlen und sowas zu tun hast. Oder in Gebirgen oder so. Nee, nicht zwingend. So ein bisschen zwielichtig, alles wirkt neblig, ist das meistens. Hier das mal einmal an. Diese Schrift, die sagt, mein Freund und ich versiegeln unsere Gedanken hier. Wir bedauern zutiefst, dass wir sie nicht vereinen konnten. Han Genkaku. Dieser Genkaku, ob es wohl Meister Genkaku ist, was soll das bedeuten?
Was ist denn dies? Was ist denn das? Im Inneren des Schreins? Aber warum sind wir drin? Also da muss ich sagen, die englische Version, die wirkt emotionaler. Das wird so oft fehl am Platz, die Sätze. Aber wenn das Original so war, also in der PAL-Version, in der deutschen PAL-Version, dann, naja, ist das halt so. Ihr, die in Fahrt des Schicksals folgt, ihr verkündet den, der den Stern des Schicksals befiehlt. Geht vorwärts, um euer Schicksal zu wählen. Müsst ihr sie erringen. Was? Was war das denn? Wir sollen vorwärts gehen? Ja, sieht so aus. Tja, da sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Weil das ja auch gar keiner kennt. Ich hoffe, es kennt irgendjemand nicht, der das sieht und mag es. Okay, jetzt habt ihr, glaube ich, wieder ein bisschen Film. Oder was heißt, ein bisschen Cutscenes. Guckt. Oh, ich kann sprechen. Wer bist du? Ich bin Joey. Ein adoptiertes Kind? Ja. Ein adoptiertes Kind, der Sohn eines Feiglings. Das Dojo deines Vaters ist ein Müllhaufen. Komm nicht hierher, Jack. Wir werden vielleicht unter deine Feigheit angesteckt. Hör auf, wenn du Jack verhöhnen willst, nimm es mit mir auf. Red nicht so großspurig daher, adoptierter Sohn eines Feiglings, verwöhntes Söhnchen. Ah. Ja, haben sie uns schön in die Fresse gehauen. Aber natürlich ist unsere kleine Furie hier. Na, wartet, ihr kleinen Scheißkerle. Unser Protector quasi. Ich wusste irgendwie, dass wir Freunde werden. Das Spiel gibt sich echt Mühe. Genauso wie das danach. Das erste, na klar, da passiert noch nicht so viel, was man an emotionalen Szenen besieht, außer das vielleicht mit Gremio. Aber hier so ab 2 und 3, die beiden Spiele, da haben sie sich sehr viel mit Emotionen Mühe gegeben. Schnell, meine Hände ermüden. Nur noch ein bisschen. Kannst du sie sehen? Ist die nicht hübsch? Wer? Beeil dich. Nur noch etwas. Ach, das ist Julia. Ja, ich habe auch so eine Katze. So ein Kater. Hey, was macht ihr dort oben? Oh, hauen wir ab. Du warst niemals. Ich war niemals einsam, weil du da warst. Ja, und das kann ich auch sagen, da habe ich was ausgelassen. Ich habe mich die ganze Zeit, ich glaube im letzten Video habe ich sogar gesagt, na klar, da habe ich gar nicht geredet, aber da habe ich es gedacht auf jeden Fall. Ich habe Kakla verpasst. Den ersten, den man kriegen kann. Sozusagen den ersten. Der dann ständig bei einem bleibt. Okay, gut, denk daran, es ist ein Geheimnis. Okay.
Was macht ihr denn? Los, erzähl es mir. Nun, weißt du... Hey, du darfst nichts erzählen. Was, was? Ach was, es ist okay. Nein, es ist ein Geheimnis zwischen Jungen. Bäh. Ich fühlte, dass diese Tage niemals enden würden. Ich spürte, dass diese Tage niemals enden würden. Ab heute seid ihr alle Mitglieder der Einhornbrigade der Königlichen Highland Armee. Packt euren Kopf erhoben und seid stolz. So, das ist so ein bisschen Background Story. Wir gingen denselben Weg, weil... So, und das habt ihr ja zum letzten Mal gesehen. Warten wir mal ab, ob wir uns hier wirklich wiedersehen werden. Lustig, wenn wir das andere genommen hätten, der würde das hier auch sagen. Ich weiß es gar nicht, weil seitdem ich das Spiel kenne, haben wir, glaube ich, mal die gleichen Optionen genommen. Ich habe das ja früher mit meinem letztes Mal als besten Kumpel habe ich das immer gespielt. Also, wir haben alles früher zusammen gespielt, so wie die beiden hier. Und da sind wir wieder in der Gegenwart, denke ich mal, ne? Wir wählten Leben und Tod zusammen. Okay, das haben wir hier schon alles, das kennen wir ja schon alles. Ich finde es immer gut, dass ihr jetzt seht, dass unser Held reden kann. Außer die Antworten, die wir geben, wenn uns wer anspricht. Ich glaube an dich immer. Das ist schon toll gemacht. Beste Freunde. Die so beste Freunde sind, dass sie wie Brüder, jetzt ja, quasi Brüder sind. Jack und Joey, ob ihr wohl jemals hierher zurückkommen? Das war eine Sache, die ich weggedrückt hatte. Nun, eines Tages kommen wir bestimmt zurück. Okay. Weil wir so viel teilten.